Schaut euch diese wunderbaren, leckeren Champignons mit Wirsing, Tomaten und Vollkornspaghetti an. Ein Gaumenschmaus für die ganze Familie. Hallo und herzlich willkommen bei Benjara kocht für euch. Heute kochen wir was Außergewöhnliches. Wirsing mit Vollkornspaghetti, Champignons, Tomaten, bisschen Zwiebeln, ein bisschen was für die Soße, Gemüsebrühe und getrocknete bzw. jetzt in Wasser eingelegte Steinpilze. Nach dem Intro geht's los und dann fangen wir an zusammen zu kochen. Wir kochen, wie gesagt, was Schönes, Leckeres haben. Heute Wirsing mit Vollkornnudeln, Champignons, Tomaten, bisschen Zwiebel, bisschen Butter zum Anschwitzen, Kondensmilch für die Soße. Und dann fangen wir gleich an mit dem Wirsing. Dazu holen wir uns ein Brett und ein schönes scharfes Messer und dann fangen wir an zu schneiden. So, dann gucken wir mal, wo wir den jetzt am besten abschneiden. Wirsing sind so schöne einzelne Blätter. Oh, was machst denn du da schon wieder? Nicht auseinanderrupfen! Nicht? Oh. Nein, den rupfen wir nicht auseinander. Den müssen wir nachher vierteln und gleich schneiden. Okay, kann man das jetzt noch reparieren? Ja, das kann man reparieren. Tesafilm drum. Hallo zusammen, ich bin auch da. Ich glaube, ich helfe hier mal ein bisschen. Okay, dann mache ich bei den Champignons weiter. Ja, genau. Wir schnibbeln das jetzt alles mal. Zwiebeln klein würfeln. Pilze machen wir auch kleine Würfel draus, nicht zu klein. Und ich mache mal hier ein bisschen den Wirsing. Und zwar tun wir den vierteln, klein schneiden, dann tun wir noch waschen. Genau. Gut. Dann brauche ich noch eine Schale. Okay, reparieren ist doch ein bisschen schwierig. Wir haben hier Tesafilm. Nee, ich glaube, der schmeckt nicht auch gut, der Tesafilm. Nee, gesund ist er nicht, aber der Depp hebt zusammen. Gut, die Pilze wollten wir vierteln, oder wie? Ja, würfeln. Putzen musst du auch ein bisschen, gell? Sauber soweit. Ja, und da unten muss man mal so ein Stückchen abschneiden. Ja, ja. Schon als besser, wenn Frau nur hilft. So, der Wirsing hat hier einen Strunk, den schneiden wir auch raus. Da ich ihn jetzt schon geviertelt habe, oh je, schneiden wir hier einfach das Viertel auch raus. Und schmeiß es weg. Und dann, ich sehe gerade, der ist ziemlich dreckig hier innen drin, immer wieder. Der hat lauter Sandkörner drin. Wie auch immer die da reinkommen. Ja, auch vom Anpflanzen, ne? Genau. Aber ich werde den jetzt als erstes mal so noch waschen. Dazu hole ich mir ein großes Sieb und dann schmeiße ich den im Ganzen da rein. Und dann waschen wir den mal gut. Da sind meine Pilze ein bisschen dankbarer. Klar, hast du mal so einen Bruch dabei. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich tue die jetzt einfach einmal in der Mitte durchschneiden, wie ihr seht. Und dann tue ich die hier nochmal zack, zack, zweimal durch.
Grunde genommen einmal vor und hinterm Stiel und dann hat man richtig schöne mundgerechte Portion. Die ist nicht zu groß, die wird nachher auch noch in der Pfanne kleiner, weil im Pilz ist ja ziemlich viel Wasser drinne. Und die Steinpilze, die wir hier jetzt haben, habe ich wieder in Wasser ein bisschen eingelegt. Die haben wir selber im Wald gesucht und gefunden. Ein paar Stück hatten wir letztes Jahr eine gute Saison. Und da ich bei den Pilzen ein bisschen bewandert bin, weiß ich, welche ich dann da als Speisepilz dann hernehmen darf. Natürlich in der vernünftigen Menge, eine Handvoll, die man dann halt selber braucht, wie ihr da jetzt auch seht. Das ist nicht so viel. Man möchte auch für die anderen noch was im Wald übrig lassen. Wie geht's deinem Wirsing? Ja, weiß auch nicht. Der ist echt. So was habe ich noch nicht gesehen. So sandig. Ihr könnt natürlich das ganze Geschnipple im Vorfeld natürlich schon selber euch organisieren. Aber wir machen das jetzt einfach ein bisschen zusammen. Vielleicht guckt ihr das Video, während wir zusammen kochen, das ja auch an. Und dann seht ihr, was wir dann so zusammen an Zeit dann benötigen. Es kommt nachher noch ein Topf Nudeln dann daher, also Nudelwasser. Da kochen wir dann die Spaghetti drin ab. Wir haben da wieder heute die Vollkornvariante genommen. In dem Fall Dinkelvollkorn heute, dass man ein bisschen Fruchtvielfalt haben, dass es nicht nur Weizen ist. Du möchtest was sagen? Ja, ich möchte was sagen. Bei uns ist auch nicht alles immer perfekt. So, also ich habe den Wirsing so jetzt auch echt noch nicht erlebt. Er ist mir jetzt auch total zerfallen beim Waschen natürlich. Ich mache jetzt einfach kleine Streifen draus. Ihr seht mir schon hier wirklich auseinander, aber in der Regel geht es gut, dass man den, der ist jetzt deswegen nicht schlecht. Und wir machen schöne kleine Streifen draus. Stellt euch einfach vor, euer ist nicht so dreckig, ihr habt ihn gewürtelt und jetzt tun wir ihn in schöne kleine Streifen schneiden. So. Und ich glaube aber, ich muss meinen danach trotzdem nochmal waschen, weil dann ist alles voll auseinandergegangen. Weil das sitzt jetzt, der ist ja so, ja, zusammen halt, wie so ein Kohl halt auch ist. Und das ist jetzt irgendwie alles sandig da innen drin. Das kommt jetzt natürlich beim Schneiden, kommt da noch mehr raus, weil sich das dann alles auseinander öffnet. Und Sand möchte ich nicht so gerne essen. Das knirscht dann so. Ja, das knirscht so. Ich lege das jetzt einfach alles mal daneben aus und ich brauche mein Sieb nämlich wieder. Ich habe hier mein Sieb. Ich lege das jetzt da an. Na, jetzt machen wir Sauerei, aber wir können ja auch wieder putzen. Genau. Kann ich noch was zu meinen Pilzen erzählen? Und nö, gerade nicht. Jetzt tue ich hier mein geschnittenes Würsing. Tue ich hier gerade einfach wieder rein. Weil ich muss ihn ja noch mal waschen. So. Jetzt darfst du dein Pilz noch mal was erzählen. Genau, also bei den Champignons gibt es Folgendes. Gibt es ja welche, die so schön zu sind und welche, die vielleicht mal so blöd sind. Das ist nicht schlimm. Da ist halt diese Haut noch nicht weggegangen auf den Stiel halt hier. Hier sieht man sie. Wenn man das immer hier so abkrubbelt, sieht man das, dass dieses Häutchen, was hier ist, kann man auch eindrücken, am Stiel sich zurückzieht. Das macht dem Pilz nichts aus. Dann ist oftmals die Frage, mit Stiel oder ohne Stiel. Wir nehmen es mit Stiel. Im Stiel ist genauso viel Geschmack drin und es passt. Man kann ihn rausbrechen und separat dann schneiden. Natürlich den Anschnitt weg von unten. Warum? Weil es einfach ein bisschen eingetrocknet ist. Und dann hast du nachher den Pilz so und dann einfach schneiden. Oder wie ihr es jetzt schon gesehen habt, ich mache so, schneide hier ab
Und dann tue ich den komplett, wie er jetzt ist, einmal halbieren. Dann sieht das so aus. Und dann je nach Größe einmal mit der Viertel. Machen wir jetzt bei dem jetzt hier. Dann ist der Stiel auch dran. Das schiniert nicht. Ist nichts Gefährliches. Oder wenn du es ein großer Champignon halt hast, tust du ihn halt dann vor und hinterm Stiel nochmal schneiden, hast du dann nachher 6 Teile draus. Wenn es noch größere Champignons sind, dann machst du halt nochmal in der Größe einen Schnitt rein, wie du es halt möchtest. Genau. So, bin fertig mit meinen Pilzen. Also vom Erzählen her. Ah. Hab nicht zugehört. Nein, ich muss schneiden. Heute Zeit zum Zuhören. Gut, dann habe ich noch was, wenn der Pilz jetzt hier ein bisschen blöd ist. Du hast immer einen blöden Pilz in der Packung drin. Wenn er hier extrem matschig ist, dann kannst du das einfach hier abschneiden. Dahinter ist er hier wieder schön. Das blubbelt jetzt hier zwar rum, aber das ist nicht schlimm. Kommt trotzdem da in die Pfanne rein. Ja. Da ist nichts matschig, nichts blöd. Also mein Würsing ist ja auch immer mal wieder, hat er noch ein paar vertrocknete Stellen. Die schneide ich natürlich auch alle raus. Keine Frage. Man muss da halt, ja, man kriegt da schon Gefühl ja mit der Zeit, wenn man öfters kocht dann. Was man ja hoffe, dass ihr das dann entweder auch schon tut oder dann tut, weil ihr uns zuschaut. Das würde uns natürlich sehr freuen. Könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir dazu beigetragen haben, dass ihr euch besser bemüht. So, ich muss jetzt hier ein bisschen sauber machen, geschwind. Ich bin dann gleich mit meinen Pilzen auch soweit fertig. Dann werde ich meinen Müll auch wegbringen und dann schneiden wir die Zwiebel. Das Ganze ist für 4 Erwachsene das Rezept ausgelegt von der Menge her. Und da ich ab morgen auch noch was mit in die Arbeit nehme zum Essen, machen wir gerade bei den Nudeln ein bisschen mehr, dass das dann nachher passt. Aber sonst soll es eigentlich nicht so nudellastig sein, sondern eigentlich überwiegend die verschiedene Gemüsekombination. Und das soll eine Beilage sein, wie man früher immer schön gesagt hat, und nicht die Hauptmahlzeit sein. Und auch wenn die Pilze jetzt hier extrem viel in der Schüssel aussehen, das schmurzelt nachher zusammen, weil Pilze ja extrem viel Wasser drinne haben. Und auch das Wasser von den Steinpilzen ist mittlerweile fast komplett aufgesaugt. Das ist jetzt hier braun, das schütten wir nicht weg, da ist der ganze Geschmack jetzt drinne. Und die tun wir dann nachher mit in die Pfanne reingeben. Was wichtig ist, diese Pilze nicht unter Wasser abwaschen. Die saugen sich mit Wasser voll und schmecken sie nachher wässrig. Pilze maximal so abkehren oder mit einer Bürste, was du halt hast. Oder wenn es jetzt überhaupt nicht schlimm aussehen, wie die jetzt, einfach so wie es ist in die Pfanne. Weil was soll denn da Gefährliches dran sein? Außer ein bisschen Erde, Dreck, das tut dann eh in der Pfanne, wenn da ein böses Bakterium oder Virus drauf sein sollte, tust du den eh durch das Hitzen alles tot machen und von dem her ist da nichts Schlimmes dabei. So, die Pilze stellen wir mal beiseite. Dann will ich gleich noch in den Mülleimer ran, wenn Sarah fertig ist. Dass wir danach die Zwiebeln dann gleich weitermachen. Genau, im Rezept steht zwar drinne 3 kleine. Ist das Müll? Ja, keine Schnellmüllneidung. Gut, dann machen wir den Müll rein. Im Rezept sind es 3 kleine Zwiebeln oder 2 große. Das kannst du machen, was du zu Hause hast. Klar, wenn du die riesigen Gemüsezwiebeln hast, reicht ja auch eine Zwiebel. Und dann einfach jetzt hier klassisch ausziehen. Ich darf immer die Zwiebeln schälen, weil die bringen meine Frau zum Heulen. Ja. Also wenigstens nur die Zwiebeln, nicht ich. Da muss ich immer so viel heilen. Die brennen mir in den Augen ganz furchtbar. Ich habe mal gehört, es gibt wohl, also ich habe schon alles ausprobiert, mit der Taucherbrille, mit einer Wäscheklammer an der Nase, aber das funktioniert einfach alles nicht. Man kann sie wohl unter warmem Wasser abspülen, aber dann habe ich sie ja schon
so weit aufgeschnitten und ja, das warme Wasser nimmt dann schon diese, sind das Dämpfe, die dann da rauskommen. Aber bei mir funktioniert das alles nicht und ich habe gehört, dass es wohl sowas wie Allergie gibt. Weiß ich nicht. Dass einem dann das Auge brenne und wer weiß, vielleicht hat mich da hier dann doch mal irgendwo Allergie erwischt. Also letztes Jahr im Sommer habe ich die mal draußen auf der Terrasse gemacht, geschnitten. Werden wir auch mal zusammen dann dieses Jahr was auf der Terrasse zusammen kochen oder grillen. Und da war das fast gar nicht. Da hat es überhaupt nicht gebrannt, aber da ging auch ein netter Wind. Und wenn man halt nicht gegen den Wind sitzt und das alles ins Gesicht kriegt, sondern weg vom Körper ist. Vielleicht müssen wir jetzt vorstellen, ein Puste, ich bin der Wind. Nein, bitte nicht. Ich bin ja gerade noch froh, dass es jetzt noch gerade nicht brennt bis jetzt. Ja, ja, hör so auf mit Schwätzen. Ja. Ich mache mal mein Wirsing hier. Ich habe den ein bisschen in Wasser eingelegt, in einer Schüssel. Ich zeige es euch geschwind. So. Whoop. Weil damit einfach sich der ganze Sand voll löst. Das ist echt ein bisschen fies bei dem Ding gerade. Hatte ich so jetzt auch echt noch nie. Ja. Gut, und ich schneide Würfel so lang die Zwiebeln einfach. Wollen wir Würfel oder wollen wir Streifen? Würfel. Ich stelle die Sache mal beiseite hier, damit wir hier schaffen können, weil wir müssen jetzt als nächstes den Würsing dann auch gleich anbraten. Soll ich gleich rübergehen? Und die Pilze. Dann hier ran kannst, oder wie hättest du gern? Ja, machst du da noch weiter, dann tauschen wir. Genau, die Tomaten nehme ich auch gleich mit rüber. Genau, schau mit rüber. So. Jetzt fängt es langsam an zu brennen in den Augen. Oh, ich muss mal schön was googeln, ich habe was vergessen. Ja. So, alles gut. Alles gut. Brauche ich meinen Topf. Na, warte mal, der ist ein bisschen groß, das ist der kleine hier. Kann ich den dann fürs Nudelwasser haben? Ja, den kann ich für Nudeln, genau. Und die Pfanne brauchen wir auch für die Ding nachher, für die Pilze. Die stellen wir mal da in die Seite noch. Genau. So. Dann braten wir wir kochen unseren Würsing jetzt. Den werde ich dazu im Topf, im Topf anbraten mit Pilze und ein bisschen Butter und dann wird er mit ein bisschen Wasser abgelöscht und mit Sahne dann gekocht. Du meinst Zwiebeln, oder? Was habe ich gesagt? Pilze. Ja. Die Zwiebeln. Die Pilze gehören mir, die kriegst du nicht so leicht. Oh Mensch, ja, die brauchen wir, die machen wir nachher extra. Genau, die kommen in die separat. Pfanne nachher rein. Wir nehmen da jetzt. Na, das ist ein bisschen viel. Aber vorher war es ein bisschen wenig. So, ein guter Esslöffel Butter, sage ich mal. Zum die Zwiebeln. Entschuldigung. Hoppla. Von den Zwiebeln glaube ich mir jetzt die Hälfte, weil das brutzelt schon. Gut, dann mache ich schon mal Nudelwasser so lang. Genau. Tu die hier ein bisschen andünsten. Und dann kommt jetzt auch gleich schon, zack, der Würsing dazu. Hier, oh nein, Überschwemmung. Egal. Das war nass. Ich putze auch gleich. So ist es halt auch bei uns mal beim Kochen.
wo gearbeitet wird, da fallen Späne, heißt bei uns im Schwabenländle immer. Und da passiert sowas halt auch mal. Ich bin auf den Knien vor dir hier. Das seht ihr jetzt zwar nicht, aber da unten hockt er und putzt. Da wischt der Boden auf. Jetzt muss ich das da aber runterdrehen. Ah, der Herd will nicht so ganz wie ich. Deswegen habe ich es schön runtergeschoben. Und jetzt machen wir hier weiter. So, lecker, lecker, lecker. Herrlich. Der wird schon richtig schön in der Farbe. Nachher würde die, glaube ich, ein bisschen verlieren. Bin mal gespannt. Diese Küche putzt wenigstens. So. So. So, so. Genudelwasser wollte ich weitermachen, genau. Und ich nehme dann die Kondensmilch, weil wir wollen nachher auch ein bisschen Soße haben. Das ist quasi Sahnesoße. Ihr könnt auch Sahne dazu nehmen. Meine Oma hat früher immer Kondensmilch genommen. Das hat sich bei mir jetzt einfach irgendwie so eingebürgert, dass ich das auch weiterhin tue. Das war früher günstiger wie Sahne. Und es gibt Kondensmilch, die hat 4% Fett, wie diese jetzt hier hat. Und es gibt ja extra bestimmte Marken, die eine Kochsahne mit wenig Fett produzieren. Nehmt einfach Kondensmilch, wenn ihr das Fett reduzieren wollt. Das ist genau das Gleiche. Und ja, sie hat vielleicht einen süßlichen Geschmack, die Kondensmilch, aber das hat ja Sahne auch. Und es fällt später, nach dem Kochen, wird es keinem auffallen, dass das Kondensmilch war und keine Sahne. Wirklich, es hat noch nie jemand gemerkt bei mir beim Essen, dass ich Kondensmilch benutze und gar keine Sahne. Ja. Wir tun jetzt die Tomaten, oder ich tue die Tomaten jetzt noch schnell waschen und schneiden. Ja, und ich muss hier bei mir noch Gemüsebrühe mit reinmachen. Da haben wir hier was Selbstgemachtes. Können wir euch ja auch mal ein Video davon machen, wie das geht. Aber man kann natürlich auch ganz normale gekörnte Brühe aus dem Supermarkt nehmen. So, zum Tomatenschneiden nehmen wir uns ein Tomatenmesser. Das, natürlich kannst du auch mit so einem glatten Messer das machen. Funktioniert aber nicht so gut. Es klappt tatsächlich damit ein wenig besser. Und deswegen mache ich mir da mittlerweile die Mühe, auch dann die Messer zu wechseln. Du kannst dir für die Tomaten nehmen, was du möchtest. Jetzt, wir haben jetzt drei von dieser großen Sorte genommen. Du kannst auch Cocktailtomaten nehmen, was du möchtest, was du gerade im Haushalt hast. Das ist egal. So, mach hier dann auch noch ein bisschen Salz rein. Ein bisschen. Ist ein Salzlöffel, der da hinten liegt? Oder? Ja. Weil ich habe ja die Gemüsebrühe genommen, die selbstgemachte, und da ist nicht so viel Salz drin. Deswegen gebe ich hier nochmal ein bisschen, das war jetzt so ein halber Teelöffel, nochmal dazu. So. Pfeffer immer erst ganz zum Schluss, am besten am Tisch, weil wenn man Pfeffer mitkocht, wird er bitter. Und das wollen wir ja auch nicht. Das kann dir ein ganzes Gericht verhakeln. Ich spreche da aus Erfahrung. So, und ich muss jetzt mal gucken. Ich lege mir hier damit einen Teller. Stelle ich mir hier hin. Und lege das da ab. Weil ich mag das nicht, wenn da nachher alles so dreckig ist. Und da hat es auch schon gespritzt. Das muss ich gleich auch nochmal putzen. Typische schwäbische Hausfrau. Muss man den Lumpen gerade noch mal ein bisschen auswäschen, da haben wir noch ein Waschbecken. Auch wenn ihr es nicht seht, deswegen sage ich es, dann könnt ihr mir zuhören. Genau. So, da bin ich schon wieder. Noch mal kurz bei mir zu der Tomate. Jetzt werden wir jetzt hier diese länglichen einfach einmal abschneiden hier so. Und dann tue ich die in der Mitte noch mal halbieren. Aber hier in dem Fall der Länge nach, dann zerfällt das hier
dann zerfällt das hier nicht so leicht raus. Dann hast du nämlich hier einen geraden Schnitt. Schneide ich gerade mal. So, dann hast du hier nämlich immer noch eine stabile Tomate, die dir dann auf dem Brett nicht auseinanderfällt und alles dann irgendwie doof macht. Interessant, auf was für Ideen du immer kommst. Stabile Tomate. Ja. Ist so. Ja, keine Frage. Alles gut. Gut, die tun wir dann beiseite. Die brauchen wir erst später. Mein Nudelwasser kocht gleich. Salz haben wir schon drin. Da tun wir uns auch mal ein bisschen immer... sind wir uns immer ein bisschen uneinig, Salz vor oder wenn es heiß ist, reinmachen. Wie macht ihr es zu Hause? Tut ihr mit dem kalten Wasser das Salz gleich rein und lässt es dann hochkochen oder erst wenn das Wasser kocht, macht ihr das Salz rein? Würde mich interessieren, haut es mal in die Kommentare rein, wie ihr es macht. Also das ist ein Induktionsherd und das steht ganz klar in der Anleitung. Wasser erst aufkochen und dann erst Salz rein. Theoretisch haben wir im Chemieunterricht früher genau das Gegenteil gelernt, weil wenn nämlich schon Salz im Wasser drin ist, hat es einen niedrigeren Kochpunkt und braucht nicht so lange zum Kochen. Also, ja, weiß jetzt auch nicht. Wir machen es mal so und mal so. Genau. Dann, um Geschirr zu sparen, nehme ich gerne den Nudelschöpfer, wo wir dann nachher die Spaghetti dann eher aus dem Topf bzw. aus dem Sieb rausnehmen, aus dem Nudelseier, nämlich dann gleich zum Rühren. Dann hast du nämlich nicht nochmal ein... Nicht nochmal etwas dreckig gemacht. Ja, genau. Haben wir jetzt echt schon... Unsere Pilze müssen wir anbraten. Ja. Ja. Wo ist denn unsere Pfanne hinkommen? Ja. Habe ich nicht vorhin schon... Nee, habe ich die vergessen rausgeholt. Da steht sie. Tada! Nimmst die mal so lang. Wenn wir so eine riesige Küche haben. Ich stelle sie gerade noch mal hin, weil ich sehe, unser Herd wird langsam klein. Ich glaube, ich muss das darüber machen zu dir. Das ist nur parken. Da hat es noch Platz. Nee, das muss da weiter kochen. Deswegen schalte ich meins hier aus. Und dann muss ich kurz warten, bis mein Herd das akzeptiert, dass ich die nächste Platte anmachen möchte. Ja, das funktioniert super. Gut, bei mir kann man den Powerboost auch gleich rausnehmen. Ja, wenn es denn der Herd möchte. Guck mal, der hat den Boost rausgenommen. Der ist auf meinen gegangen. Hat er sich selber ausboostert? Hat er vielleicht Corona? So. Spaghetti-Nudeln nach Anleitung kochen, also von der Zeit her. Brauchst du nachher was von dem Nudelwasser für deine Soße? Nee, glaub. Obwohl, wäre vielleicht nicht schlecht, wir heben mal was auf. Warum nehme ich Nudelwasser in die Soße mit rein? Weil wir kochen ja hier und dann ist ein Teil der Stärke von den Nudeln in dem Nudelwasser drin. Und das macht dann die Soße ganz so lecker schlonsig. So. Naja, es ist Stärke und es hat quasi letztendlich den Effekt, wie wenn man jetzt noch Mehl reinmachen würde zum Andicken oder... Es gibt ja noch andere Speisestärke reinmachen. Die Stärke ist ja dann schon Nudelwasser. Und es hat noch den Effekt, dass es gleich noch den Geschmack vom Nudelwasser hat. Da muss ich nachher schauen, wie dickflüssig oder auch eben nicht der Würsing hier ist im Kochtopf. Ach ja, genau, den habe ich jetzt hier im Kochtopf. Den lassen wir einfach mal so 15 Minuten weichköcheln. Ich muss ihn schon wieder wärmer drehen, habe ich gemerkt. Meiner ist jetzt, der köchelt nicht. Deswegen habe ich nochmal hochgeschaltet. Und dann schalte ich hier die Pfanne ein. Ach, warte mal, jetzt mache ich es gerade falsch. Hier ist die Pfanne-Funktion. Ich habe gerade das Gefühl, ich stelle mich auf, wenn ich zum ersten Mal kochen darf. Kein Problem. Dann nehmen wir mal wieder ein Haufen Butter nachher. Butter ist in dem Gericht einfach mit den Pilzen. Ich würde kein Öl nehmen. Das schmeckt einfach nochmal viel geiler. Und ich warte jetzt, bis die Pfanne heiß ist und tue dann erst das Fett dazu.
damit das nicht zu heiß wird nachher nämlich, weil das ist auch nichts. Und dann kommen die Pilze ja dazu. Und die restlichen Zwiebeln. Und da haben wir noch diese eingeweichte Pilze. Ich rühre die gerade nochmal um. Genau. Die müssen wir absieben. Da überlege ich gerade schon, wie ich das dann tue. Weil dieses Wasser, das tun wir auf jeden Fall nachher ins Gericht mit rein. Weil da ist sehr viel leckerer Geschmack dann drin. Ja. Unsere Siebe alle unterwegs. Nein, nicht umfallen. Das ist, wenn man zu schnell ist beim Kochen. Pfanne wird heiß, heiß, heiß. Piep, 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 aufmach. Die kleinen Siebe, die da in der Schublade sind, wo sind die? Das wäre jetzt ganz schick gewesen. Gute Idee, haben die Kinder zum Spielen genommen? Ich glaube, ich bin. Guck mal, nehmen wir das da hin. Okay. Tada! Das können wir nehmen, so kleine Sieb. Dein, warte, das kocht. Oh, das kocht. Und die Pfanne ist auch schon heiß. Jetzt war ich ja. So ist dann. Gerettet. Gerettet. Wie gut, dass du dabei warst. Alleine hätte ich das vielleicht jetzt nicht gemerkt. Aber jetzt habe ich es so runterdreht. Das passt jetzt so. Jetzt machen wir hier schnell noch die Butter rein. Die Zwiebeln. Wenn du alleine gewesen wärst, hätte ich dich mit dem Sieb nicht abgelenkt. Stimmt. Sieb die mal bitte tatsächlich schnell ab, weil ich möchte die dann auch direkt gleich mit anbraten. Oh, da brauchen wir noch mehr. Wir brauchen noch mehr Butter. So für euch, dann könnt ihr zugucken bei mir. Ja, weil die Pilze saugen das dann auch auf. Ja. Das sehe ich jetzt schon. Boah, jetzt brennen mir schon die Zwiebeln weg in dem bisschen hier. Das ist doch der Wahnsinn. Schau mal rein. Nee, warte bitte jetzt noch. Jetzt will ich erst. Abtropfen, genau. Aber gut riechen tut es jetzt schon mal. Ja, die Pilze, die machen unglaublich viel aus. Ja, auch der Wirsing, den ich hier vor der Nase habe. Okay. Ja, Pilze sind oft auch als Gewürz eingesetzt. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gewusst. Benni hat ja schon erzählt, wir kennen uns ein bisschen mit Pilze aus und gehen dann auch gerne mal im Wald welche holen. Und wenn man die dann trocknet, kann man die zu Pulver machen. Und das ist dann ein Gewürzpulver. Und genauso wie, das sind Gemüsebrühe. Das gibt so ein gewisse Extra einfach. Kocht das schon wieder? Ja. Ach genau, ihr seht, ich nehme einfach immer den gleichen Rührer. Müssen wir das nochmal runterschalten, ja. Den gleichen, was habe ich hier? Alleswender zum Alleswenden. Das ist ja nachher eingerichtet und kommt auf einen Teller. Hier ist das jetzt überhaupt kein Drama, das so zu tun. Und bei den Pilzen betone ich Speisepilze. So, ja, ich muss hier nochmal Butter reintun. Die haben das schon wieder alles aufgesaugt. Das ist der Wahnsinn, echt. Großer Klotz, ja. Guter Geschmack nachher. Ja, das wird lecker. Die Sojasauce, dann brauchst du die zum Schluss, oder? Ja. Das kocht schon wieder hoch. Ja, Wahnsinn, sag mal, ich hab's doch schon runterdreht. Ja. Gibt's ja gar nicht. Ja. Nochmal rühren, genau. Ja. Also ich hab's gerade hier, den Wirsing mit der Sahnesoße, sage ich jetzt, den habe ich auf Stufe 2. Also, von 9. Genau. Ah, jetzt. So, jetzt brauche ich die anderen Pilze dann. Die machen wir hier in die Mitte rein. Warte, ich habe jetzt gerade, ich nur noch mal ein Stück, oder?
weil dieses Fett macht das, stopp, das muss ein bisschen angehen, das Fett, ein bisschen zerschmelzen und jetzt auf das heiße, ja, heiße Fett hier, diese Pilze aus, die haben wir ja eingelegt in Wasser. Und dieses Wasser, das soll wieder raus. Ihr seht ja auch, das dampft ordentlich. Ich will die ja anbraten und jetzt nicht im Wasser kochen. Und wenn das Öl gleich so heiß ist, dann tut es schlagartig das ganze Wasser einfach gleich direkt wieder verdampfen. Und somit sind sie nachher auch angebraten und eben nicht gekocht. Sieht aber gut aus. Ja, sieht sehr und es riecht. Oh, ich liebe Pilze. Aber wir mögen alle Pilze. Also ja. Wir mögen die ganze Familie, wir lieben Pilze. Sonst würde man sie wohl nicht selber auch noch sammeln gehen im Wald. Hui, hui, hui. Zumal Pilze ein sehr dankbarer Sattmacher sind, weil im Pilz ist sehr viel, sind viele Ballaststoffe drin oder auch, wie soll ich sagen, Zellstruktur, also pflanzliche Sachen. Ja, man sagt Zellstoff, die unser Körper nicht verwerten kann. Aber die machen trotzdem satt. Also der Magen ist ja egal, wie viele Kalorien da drin sind. Hauptsache das Volumen ist voll, der Tank ist voll, sonst läuft der Motor nicht, wie beim Auto. Und dann kann unser Magen die ganzen Stoffe, die da drin sind, nicht alle verwerten und tut die dann verdaut nicht ganz, aber ohne dass er die ganzen Nährstoffe rausgezogen hat, die Kalorien und so weiter, schiebt er halt durch den Darm durch und kommt dann irgendwann hinten wieder raus. Und damit ist es ein guter Sattmacher halt. Da fällt mir gerade was ein dazu. Ich habe früher mal mitbekommen, wie alt war ich da? Da war ich noch keine 10. Und dann fing es so an mit Models und warum die alle so schlank sind. Und da habe ich mitbekommen, dass Models wohl zum Teil Watte essen, um ihren Magen zu füllen. Aber anscheinend kommt es komplett einfach auch hinten wieder raus und der Körper kann ja gar nichts damit anfangen. Und somit sind sie satt. Ja, also. Nudeln brauchen noch zwei Minuten. Soll jetzt aber bitte kein Abnehmtipp für euch sein, um Gottes Willen. Ich halte das für sehr fragwürdig. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein, geschwind, weil, ja. Nee, mit unseren Rezepten wird das alles langfristig ganz gut werden, durch die besonderen abwechslungsreiche Kost und auch ein bisschen saisonal, weil Wirsing ist jetzt, gibt zwar ganz oft, ist aber eher so ein Wintergemüse. Genau, den Wirsing, ich zeige es euch hier gerade mal, wie das jetzt aussieht. Das ist so mit der Soße, ihr seht es ja leider gerade gar nicht so wirklich. Ich möchte jetzt auch schon mal vorab probieren. Ich finde es ganz wichtig natürlich, immer wenn man kocht, dass man auch mal zwischendrin probiert. Mega, mega. Und in den Wirsing, ich sehe gerade, das ist die Pilzsoße. Ja. Da schütten wir das jetzt rein. Das ist quasi, habe ja vorhin erzählt, dass wir Pilzpulver auch machen. Das ist im Prinzip das Gleiche, da ist der Geschmack ja noch drin. Herrlich. Dann rühren wir das noch kurz. Ich freue mich, das wird lecker. Ja. Und das ist auch fast schon gleich fertig, sehe ich gerade. Die Pilze, ja. Wir machen jetzt zu den Pilzen noch die Tomaten rein. Ei. Schlupp. Ich finde, Tomaten machen einfach nur mal so was speziell Fruchtiges aus. Hätte man jetzt in dem Gericht vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht. Aber ich finde es einfach, und es macht nochmal so einen Farbklecks aus. So, das schalte ich jetzt aus. Das ist quasi schon fertig, so wie es ist. Das hat jetzt noch Restwärme. Die darf hier noch ein bisschen vor sich hin. Meine Nudeln sind auch gleich fertig. Genau. Der Wirsing ist jetzt auch schon lang genug auch vom Herd. Und mit dem machen wir jetzt was ganz Spezielles. Den pürieren wir jetzt. Dann haben wir nachher nicht diese harten, ja nee, hart sind sie nicht, wir haben sie erkocht, aber manche mögen das nicht, die Struktur von dem Wirsing, die Art und Weise. Und wir pürieren den einfach. Und dann merkt es keiner mehr.
Das mache ich hier hinten, weil da habe ich meinen Pürierstab. Genau. Der Trick ist ja dabei. Und meine Steckdose? Ja, nee, der Trick ist ja auch dabei. Wir wollen ja euch ja auch Essen zeigen, was man normalerweise nicht so gerne mag. Aber durch solche Tricks mag man es dann auf einmal. Genau. Weil ganz viel ist ja die Psychologie. Sojasauce, genau. Ja. So Spritzerle Sojasauce können wir noch reinmachen. Aber ich würde es jetzt nochmal abschmecken erst. Ja. Warum Sojasauce? Wenn du jetzt denkst, oh, da denkst du gleich nur an Sushi und so weiter. Sojasauce hat Umami drin. Und Umami, wo auch Pilze dazugehören, und du tust diese zwei Sachen kombinieren, das ist so ein Geschmacksbooster, da flippst du aus nachher vom Geschmack her. Das knallt halt. Du darfst ruhig weiterverzählen, wenn du was hast. Nee, jetzt hast du mich rausgebracht. Weil, ich wollte jetzt nicht nein mixen, wenn du da irgendwas erzählst. Mach ich ja Hunger. So, genau. Das gleiche Abendessenszeit. Aua, jetzt hat es gespritzt, Mann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Geht, dann gießen wir das schön ab. Vergesst nicht, ein bisschen was wegzunehmen von dem Wasser. Ich gebe dir hier gerade so unsere Schöpferle. Genau. Das langt, wenn das halb voll ist. Mehr brauche ich nicht. Genau. Da ist die Empfehlung, eins aus Glas zu nehmen. Habe ich mir extra dafür auch gekauft oder gegönnt. Plastik sich mit 100 Grad heißem Wasser verträgt und dann anfängt sich das Plastik aufzulösen, wenn du so ein bisschen Mikroplastik im Wasser im Essen hast. Muss ja nicht sein, das ist ja sonst der ganze Vorsatz, den wir haben, dass wir gesünder kochen wollen. Stell es wieder auf der Herd, das geht gerade nicht anders leider. Wäre dann ja blöd. So, Herd ist aus, oder? Ja, dann ist aus, dann können wir dann schalten. Ja, ist aus. Ja, super, passt. Ja. Dann machen wir aus. Dann passt das. So, das Ganze sieht so aus. Und da kommt der Rest dann gleich zusammen. Das wird gut, das wird lecker. Ich habe meinen Mixstab schon gleich wieder fertig putzt. Dann kann der wieder aufgeräumt werden. Dann haben wir nachher auch nicht so viel. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Mm. Und das kommt jetzt in die Pfanne rein oder als Soße mit Schöpfer drüber? Ja, wie machen wir es denn? Ich würde sagen, wir lassen das separat, weil wir wissen nicht, ob unsere Nachkommen das so essen möchten. Kinder das zusammen essen. Oder ob die nur lieber dann nur Nudeln mit Soße haben möchten. Genau. Dann kann man das ja mischen, wie man möchte. Jetzt haben wir... Noch nicht probiert, die Soße. Noch nie probiert, ja doch, die habe ich ja vorher probiert. Die war schon saumäßig gut. Aber wir haben hier noch... Also sie ist noch sehr flüssig und ich würde es tatsächlich mit dem Nudelwasser... Stärken. Ja. Du brauchst dann trotzdem noch ein bisschen Speisestärke, wenn du eine feste Soße haben möchtest. Ja, das wird, genau. Das reicht also nicht ein bisschen aus. Dicker, wenn ich es habe. Entweder musst du es noch einkochen ewig oder... Also ihr seht, ich habe jetzt bloß ein bisschen rein. Nee, ewig einkochen will ich es ja auch nicht. Wir haben jetzt auch Hunger, weil das macht hungrig, das Kochen. Aber das darfst du ja, weil für irgendwas muss das ja gut sein. Und... Genau, dann nehmen wir einfach noch unseren Soßebinder. Ein bisschen. Soße ist echt schon wieder heiß. Schon. Ja, dann rühr sie mal um, weil die könnte jetzt auch schnell mal anbrennen, wenn die kocht. Runterschalten. Ich will hier den Soßebinder noch geschwind. Das ist so ein letzter Rest. Ach ja, ich mach das so. lohnt sich nicht, den Löffel zu versauen, oder? Wenn der Gewalt Jetzt tickt's an durchs Aufkochen, witzig. Jetzt tickt's doch an. Ja, guck mal. Ich muss gar nicht mehr. Ja, das ist unter der Ding, der Wirsing, oder? Ja, ja. Das ist unter der Wirsing. Okay, dann habe ich das falsch gesehen. Genau. Ich tue da noch ein bisschen Speiseschere rein und es gleich umrühren, dass es nicht so klumpt. Jawohl. Und das muss jetzt aber nochmal aufkochen. Ich probiere einfach mal.
Am Steinpilz habe ich wie geil. Merkst du gleich im Aroma, ganz anders. Aber wir haben da jetzt gar keine Gewürze oder so drüber getan, gell? Dann machen wir jetzt nämlich da Sojasauce drüber, oder? Ja. Du hast es probiert, ja. Das habe ich jetzt auch. Fehlt fast eigentlich nichts. Was hast du denn hier? Dunkle und normale Soße. Ja, da gehört schon eine gute Portion rein. Da ich nicht wusste, ob das reicht, habe ich dann noch eine zweite hingestellt. Ach so. Ja. Das macht dann auch nichts aus. Ein Esslöffel mal, ne? Jetzt habe ich wieder da. Ja, so ist, wenn man Rührlöffel spart. Jetzt habe ich den hier wieder. Lecker, lecker, lecker. Nee, komm jetzt. Nimm nochmal eine neue. Das will ich jetzt auch nicht mehr. Dann die Pilze habe ich, zumal wir jetzt uns entschieden haben, dass wir es separat lassen. Oh, herrlich. So. Ich hoffe, das kommt gleich hoch bei dir. Ja, ich schalte es aus. Das ist nämlich mir jetzt schon genug angedickt. Ich zeige es euch gerade mal nochmal. Das sieht jetzt so aus und das ist jetzt der klein pürierte Wirsing da drin. Nam nam. Ich mache jetzt noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer ran. Hat die Sojasauce schon ihren Geschmack getan? Ich bin mir noch unschlüssig. Auch vielleicht noch, okay. So, das ist jetzt hoffentlich ein bisschen kälter, weil der Mund verbrennen will man an. Aber man muss auch immer beide alles in Kombination probiert haben. Nicht, dass du das eine in die eine Richtung zu sehr abschmeckst. Ich wüsste gar nicht, ob das jemand, wenn man das einfach jemandem hinstellt und nicht verrät, dass das Würsing ist. Denkt der Spinat, oder? Nee. Nee, also... Und selbst wenn Spinat wäre, ich glaube, es könnte keiner definieren, was das jetzt sein soll. Aber nur lecker. Lecker. Ist gut, aber noch ein bisschen mehr davon. Super, und unsere Nudeln haben wir ja auch. Die sind fertig, genau. Die sind auch fertig. Nehmen wir mal den Riesentopf da weg, damit ihr auch seht, was wir hier alles gemacht haben. Ich stelle die Nudeln jetzt nicht, weil das ist ein Kunststoff. Gefäß. So sieht das jetzt schön aus. Haben wir da auch noch mal ein bisschen Soße. Lecker Schmecker. Genau. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Genau. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, abonnieren. Das Rezept gibt es zum Nachlesen unter tipps-tricks.info. Und jetzt habe ich noch einen schlechten Witz zum Auf Wiedersehen sagen. Wir singen!